Jakobus 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das ist schon ziemlich schnell gut etwas ausgedrückt. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort der Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Vor 30 Jahren hat mich jemand gefragt, Dagobert, wie geht es Jesus? Ich habe das nicht verstanden und heute stelle ich die Frage auch sehr gerne in den letzten 20 Jahren. War auch eigentlich sehr enttäuscht über diese Frage, weil wir waren Freunde, wir waren Musiker, Lobpreisteam, alles Mögliche. Und habe dann lapidar ganz schnell geantwortet, ja gut, heute stelle ich die Frage auch meinen Kindern oder die letzten 10, 20 Jahre stelle ich die auch meinen Kindern. Es geht hier um der Seelenseligkeit. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Es ist, im ersten Moment denkt man vielleicht, oh, ganz viele große Anforderungen. Ne? Mensch soll schnell zum Hören sein, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wow, da fühle ich mich erstmal aufgefordert, wenn ich nicht richtig hingucke. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Auch wieder scheinbar eine sehr große Aufforderung. Und hier kommt auch die Erklärung. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der keine Identität hat. Oder wie es in der Bibel steht, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Natürlich, meine Auslegung ist natürlich gewagt. Es geht natürlich um die Äußerlichkeit und wie der Mensch sich oftmals beschaut. Und vielleicht gab es früher auch noch nicht so gute Spiegel, dass man öfters hingucken musste und dann doch nicht wusste genau, wie man aussah. Wer aber, jetzt kommt was ganz Tolles, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, also nicht Gesetz des Moses, nicht Gesetz der irgendwelchen Gesetze, sondern das vollkommene Gesetz der Freiheit. Freiheit, da denke ich ja immer an Galaterbrief, ne? Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Das ist ein Himmelsgesetz. Ein Himmelsgesetz ist Ewigkeit, ist ein Bestand, der nie aufzulösen ist. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ja, also nicht Sturkopf sein und sagen, ich lege die Bibel aus, wie wir Baptisten das immer machen oder wie wir Methodisten oder Reformatisten, ich weiß nicht, wie die alle heißen, oder Katholiken, sondern, also nicht stur aus, sondern beharrt in dem, was diese Freiheit in Christus ausdrückt. Darin beharrt. Und wenn deine ganze örtliche Gemeinde nicht mitläuft und wenn die ganze Deutschlandgemeinde nicht mitläuft und du hast eine Wahrheit von Gott, beharre. Vertief dich darin. Und hör weiter die anderen an. Warum haben die eine andere Meinung? Auch sehr wichtig, und sich dafür zu interessieren. Warum denken die anderen anders? Warum? Und was macht es mit denen? Und was macht es mit mir? Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer. Also wenn dieses Gesetz der Freiheit wirklich zu deinem Wesen dazugekommen ist, nicht als eine rechtgläubige Aussage, sondern eine wahrheitliche Aussage. Denn wir sollen nicht Recht haben, wir sollen die Wahrheit haben. Und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, dann bist du nämlich auch ein Täter. Der wird selig sein in seinem Tun. Selig sein. Wie geht's Jesus mit dir? Seid ihr selig? Ich habe mir ein kleines Stück aus dem Andachtsbuch von Richard Wurmbrand, erreichbare Höhen, rausgesucht. Ich bin bei Punkt 2, dann kommt Punkt 3, das geht ganz schnell. Der Text bei Jakobus, kann man das umsetzen? Der Glaube
der Abel, König David, Maria Magdalena und Petrus gerettet hat, ist auch für uns gut genug. Es ist nicht wahr, dass der christliche Glaube ausprobiert und als unzulänglich erfunden worden ist. Wir haben ihn nun nicht wirklich praktiziert. Niemand wird je eine bessere Erlösung finden als die durch das Blut Christi, das für uns vergossen worden ist. Und niemand wird je eine bessere Lehre bringen können als die Lehre Jesu von der Liebe. Soweit Richard Wurmbrand. Abschluss. Ein gelangweilter Tourist schlendert durch die Seele des Louvres, Museum in Frankreich, und sagte zu einem Wächter, ich kann gar nichts Besonderes an diesen Bildern finden. Der Wächter antwortete, nicht wir beurteilen diese Bilder. Durch sie werden wir beurteilt. Mein Schlusssatz heißt dazu, wir beurteilen nicht Gottes Wort. Gottes Wort beurteilt uns. Amen. In Jakobus 1, Vers 19, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Hören.